Hi, herzlich willkommen bei ZDF heute live. Meine ehrliche Frage: Habt ihr da draußen heute schon TikTok benutzt, um die App, die mittlerweile weltweit ca. 1,7 Milliarden Menschen nutzen? Um die ging es heute in den USA. Da droht Präsident Joe Biden nämlich mit einem Verbot der App und darauf reagieren aktuell viele junge Leute so. I just found out that there's a bill to possibly ban TikTok nationwide. Ja, die Wut und das Unverständnis gerade in der jungen Bevölkerung darüber ist groß. Aus US-Sicht ist aber die Gefahr von Spionage und Einflussnahme über diese TikTok-App durch die chinesische Regierung groß. Biden hat jetzt den Besitzern der App quasi so eine Art Ultimatum gestellt. Entweder sie verkaufen die App in den USA oder die App wird tatsächlich landesweit verboten. Und deswegen musste sich heute der TikTok-CEO vom US-Kongress erklären. Und da hat er unter anderem Folgendes gesagt. Wir haben so etwas wie eine Firewall aufgebaut, die unsere Benutzerdaten vor unbefugtem Zugriff aus dem Ausland schützt. Die Quintessenz ist folgende: Amerikanische Daten sind auf amerikanischem Boden gespeichert von einem amerikanischen Unternehmen, das von amerikanischem Personal beaufsichtigt wird. Wir nennen diese Initiative Projekt Texas. Ja, über dieses Projekt Texas sprechen wir gleich noch. Ein TikTok-Verbot könnte fast die Hälfte aller US-Amerikaner und Amerikanerinnen betreffen. Denn nach Angaben von TikTok wird die App dort von mehr als 150 Millionen US-Amerikanern und Amerikanerinnen genutzt. Was diese TikTok-Verteidigung im Kongress heute bedeutet hat, wie die lief und wie sehr die chinesische Regierung wirklich mit dieser App, die ja total viele Menschen nutzen, verbandelt ist, darüber sprechen wir heute. Zum einen mit meinem Kollegen in Washington, Elmar Thewissen, dann mit Antonia Maidi vom Mercator Institute for China Studies und mit IT-Rechtler Professor Dennis Kenji Kipka von der Hochschule Bremen. Aber wie immer spreche nicht nur ich mit denen, sondern ich will, dass ihr euch auch einmischt. Wenn ihr Fragen zum Thema habt oder einfach mal eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt mir gerne hier im YouTube-Chat oder per Mail an ZDF an die Mailadresse, die da eingeblendet ist. Bei mir steht sie nämlich gerade nicht. Jetzt schalte ich aber erstmal zu meinem Kollegen Elmar Thewissen in Washington. Der ist quasi live vor Ort. Hallo Elmar. Hallo Victoria, hallo. Ja, da wo du gerade stehst, da hat sich heute der TikTok-CEO vor dem US-Kongress erklärt. Gegen was für Vorwürfe musste der sich da genau verteidigen und wie hat er sich dabei geschlagen? Ja, es war ja eine Anhörung nicht weit von hier, ein paar Meter in einem der Häuser der Abgeordneten, wo diese Anhörung stattfand. Und diese Abgeordneten des Repräsentantenhauses haben vor allen Dingen zwei Sorgen. Die eine ist, sie glauben, dass die Daten, die gesammelt werden bei TikTok, und die werden gesammelt, dass die auch weitergereicht werden können an die chinesische Regierung und an die chinesischen Geheimdienste. Also es wäre so eine Art Werkzeug, um Amerikaner auszuspähen. Das ist das eine. Und das andere, dass TikTok eben Inhalte verbreitet, mit denen es die öffentliche Meinung, die Menschen hier in den USA manipulieren könnte, indem es möglicherweise auch zulässt, dass Lügen verbreitet werden und Ähnliches. Das war die Hauptsorge der Abgeordneten. Das haben wir vorhin hier bei der Anhörung gehört. Der TikTok-Chef selber ist hier so ein bisschen als Anwalt der 150 Millionen User aufgetreten. Er will im Grunde genommen klar machen, dass TikTok eigentlich nur ein Ziel hat, neben dem Geldverdienen natürlich, nämlich, dass die Menschen ihre freie Meinungsäußerung nutzen können, dass sie kreativ sind mit all dem, was auf TikTok gemacht wird. Hat auch darauf hingewiesen, dass TikTok oft auch dazu beiträgt, dass Menschen Geschäfte machen können, dass auch kleine Betriebe beispielsweise Vorteile davon haben, wenn sie TikTok benutzen, um Werbung zu machen und Ähnliches. Jetzt kommt das Aber. Er musste natürlich erklären, wie er verhindern will, dass alle diese Daten tatsächlich am Ende in die Hände der chinesischen Geheimdienste kommen. Und das macht er mit diesem Projekt Texas. Also das ist das der Plan, dass man auf Servern hier in den USA, auf amerikanischem Boden, die nicht TikTok gehören, sondern der Firma Oracle, alle Daten von amerikanischen Nutzern speichert. Nichts geht also irgendwo anders hin. Und dass dieser Vorgang, dieses Speichern und die Nutzung dieser Daten überwacht wird von Dritten, von Unabhängigen, die nichts mit der Firma TikTok zu tun haben. Das hört sich alles gut an, aber viele Abgeordnete haben daraufhin gesagt, wir glauben ihnen das nicht. Sie treten hier im Grunde genommen als einer auf, der ein positives Beispiel setzen will, gute Absichten hat, aber in Wahrheit eben nicht verhindern kann, dass diese Daten abfließen. Und die Abgeordneten stützen das eben darauf, dass tatsächlich in China seit 2017 ein Gesetz gilt, das für
alle Firmen, alle Privatfirmen in China auch Gültigkeit hat, nämlich, dass sie alle Daten, alle Informationen, die sie gewinnen in ihren Geschäften, auch auf Anfrage weitergeben müssen an die chinesischen Geheimdienste und die chinesische Regierung. Ja, danke erstmal für diese Einschätzung. Hier in der Community herrscht gerade so ein bisschen Unklarheit. Hier fragt jemand auf Facebook, hat Donald Trump so ein Verbot nicht schon vor Jahren gefordert? Was ist denn eigentlich damit passiert? Ja, das hat er tatsächlich gefordert und dann hat man aber dafür gesorgt, also China hat dann Einspruch eingelegt, was übrigens heute hier als Beleg dafür genommen wird, dass die chinesische Regierung tatsächlich letztlich die ultimative Hoheit hat, auch über diese App TikTok, die ja als Firma eigentlich einem chinesischen Unternehmen unterstellt ist, der Firma ByteDance. TikTok selber sitzt nur in den USA und in Singapur und nicht in China selber. Deswegen versucht der Chef hier klarzumachen, hey, wir haben mit der chinesischen Regierung nichts zu tun. Aber die führenden Persönlichkeiten des Mutterkonzerns haben wichtige Rollen auch in der Kommunistischen Partei Chinas. Deswegen befürchtet man den Zugriff. Donald Trump hat versucht, TikTok zu verbieten. Das hat sich nicht durchsetzen lassen hier in Amerika. Er hat dann auch aufgefordert, dass man TikTok verkaufen muss. Und da hat die chinesische Regierung auch eine Bremse eingezogen. Sie hat nämlich dann Handelsbeschränkungen erlassen, nach denen die Algorithmen, über die TikTok verfügt, eben nicht an Dritte weitergegeben werden können. Also nicht an amerikanische Firmen, wenn man TikTok hierher verkaufen wollte. Und dadurch wurde das damals gestoppt. Das versuchen die Politiker hier jetzt auszuhebeln, indem sie ein neues Gesetz schaffen, das dem amerikanischen Präsidenten tatsächlich die Möglichkeit gibt, entweder dafür zu sorgen, dass TikTok verkauft wird oder am Ende TikTok zu verbieten in den USA. Du hast gerade schon angesprochen, dass sich der TikTok-CEO Shou Zi-Chu so ein bisschen auch als der Anwalt der, sag mal, Community heute gegeben hat. Und es ist ja auch so, dass sich vom Kongress zum einen Menschen versammelt haben, die absolut gegen so ein Verbot sind. Das sind Creator, also Menschen, die auf dieser Plattform Inhalte machen und zum Teil auch damit Geld verdienen. Andere DemonstrantInnen sind hingegen für ein Verbot. Was sind es für zwei Gruppen und was sind deren Argumente? Ja, die einen sind natürlich die, die sagen, sie profitieren jetzt nicht alle finanziell von TikTok, aber eben indem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, indem sie sich vernetzen können mit Menschen rund um den Erdball und dass man sich für eine Sache gemeinsam begeistern kann. Also die positive Seite von TikTok betonen sie und das sind junge Leute aus ganz Amerika, aber auch zum Beispiel die großen Bürgerrechtsbewegungen in den USA, die sagen, wenn es hier ein Verbot gäbe, wäre das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Sie haben nichts dagegen, dass man Regeln macht. Die gibt es hier in Amerika noch nicht so sehr wie in Europa beispielsweise, was Datenschutz angeht. Aber sie wollen eben nicht, dass TikTok verboten wird. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, doch, es muss ein Verbot her. Die werden, glaube ich, in erster Linie getrieben von der Sorge, dass Inhalte verbreitet werden, die, ich sag mal, schädlich sein könnten, dass beispielsweise Inhalte verbreitet werden, wo es um die Selbsttötung, Selbstmorde geht oder wo es um Gewalt und Hass und Ähnliches geht. Und tatsächlich wurden hier vorhin in der Anhörung auch einige Beispiele gezeigt, Inhalte auf TikTok, die man vermutlich auch ähnlich auf anderen Plattformen, Social-Media-Plattformen finden kann, die tatsächlich zweifeln lassen, ob wirklich sorgfältig genug überprüft wird, ob da Inhalte verbreitet werden, die zur Gewalt aufrufen. Es wurde vorhin ein Video hier gezeigt, das im Grunde genommen indirekt zur Gewalt aufgerufen hat gegen die Vorsitzende dieses Ausschusses, der hier heute tagte. Und eine Abgeordnete hat dann den TikTok-Chef massiv unter Druck gesetzt, aber dann ihm auch gar nicht Gelegenheit gegeben zu antworten darauf. Da wurde er dann im Wort abgeschnitten und das zeigt so ein bisschen die Stimmung hier, weil quer durch die Bank war das, was wir hier bei der Anhörung erlebt haben, dass der TikTok-Chef Mühe hatte, seine Argumente vorzubringen, weil offenbar die überwältigende Mehrheit der Abgeordnete ihre Meinung schon gebildet haben, ihr Urteil gefällt haben und über TikTok und ein Verbot fordern. Ja, wir sehen eine ziemlich aufgehitzte Stimmung an diesem Tag dieser Anhörung. Wie geht es denn jetzt weiter? Joe Biden hat ja gesagt, entweder die App wird in den USA verkauft oder die App wird verboten. Wann kann man da denn mit den nächsten Schritten rechnen nach diesem Tag? Also ich glaube, die Frage des Verkaufs hat sich eigentlich erledigt. Der chinesische Wirtschaftsminister hat sich öffentlich geäußert und klargemacht, dass das nicht in Frage kommt, weil eben dann ja Technologie, Algorithmen, die China als
Eigentum einer chinesischen Firma ansieht, dann an Dritte, an die Amerikaner weitergegeben werden könnte. Also man wird alles daran setzen, das zu verhindern, dass TikTok hier in den USA verkauft werden muss. Joe Biden hat am Ende, im Grunde genommen kann er die Auflage machen, aber wenn die dann nicht erfüllt wird, dann bleibt eigentlich nur der Weg zum Verbot. Und tatsächlich wird das in den nächsten Wochen weiter vorangetrieben. Hier liegen Gesetzentwürfe in den beiden Häusern des Kongresses. Man wird sich am Ende auf einen Entwurf verständigen. Und dann steht Joe Biden, der Präsident, vor der entscheidenden Frage, macht er strikte Auflagen, versucht trotzdem, dass TikTok verkauft wird. Wie gesagt, China will nicht mitmachen. Oder verhängt er dann ein Verbot? Und dann ist aber auch wiederum die große Frage, wie will man das denn durchsetzen? Man müsste ja dafür sorgen, dass die App nirgendwo mehr runtergeladen werden könnte, dass man sie nirgendwo auf seinem Endgerät mehr nutzen könnte. Es gibt technische Möglichkeiten dafür. Aber der Präsident muss damit rechnen, dass er dann verklagt wird. Eben von Bürgerrechtsgruppen, die sagen, das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also ich glaube, dass sich der ganze Prozess wahrscheinlich noch Monate, wenn nicht sogar Jahre hinziehen wird. Ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt dran und du, denke ich, auch. Danke, Elmar, erstmal für diese ersten Einschätzungen. Bitte. Ja, wir haben es gerade schon gehört, wenn es um die App TikTok geht, das ist das Logo, was ihr hier hinter mir seht, dann geht es irgendwie immer auch um diese Firma, um dieses Unternehmen ByteDance. Das ist das chinesische Unternehmen, zu dem TikTok quasi dazugehört. Jonas Kapp und Lena Jenscher haben sich dieses Unternehmen für uns mal genauer angeschaut. Gründer und Betreiber von TikTok ist der chinesische Tech-Gigant ByteDance. Das Unternehmen gilt als das wertvollste Startup der Welt. 10 Jahre nach seiner Gründung wurde es 2022 mit rund 300 Milliarden Dollar bewertet. Belastbare Zahlen zu Unternehmensentwicklung und Größe sind rar gesät. 2021 arbeiteten wohl etwa 130.000 Menschen für ByteDance. Nach TikTok-Angaben ist ByteDance zu 60% im Besitz westlicher Investoren, darunter auch die global agierende New Yorker Investmentbank Goldman Sachs. Die restlichen 40% verteilen sich angeblich je zur Hälfte auf die Mitarbeiter und die Gründer des Unternehmens. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, zu stark vom chinesischen Staat beeinflusst zu sein. Eine staatliche Investmentgesellschaft hat einen Anteil von 1%. Ein Vertreter der Kommunistischen Partei sitzt im Vorstand. ByteDance kontrolliert nicht nur die Geschäfte der TikTok-App, sondern auch die der chinesischen Version Douyin. Ja, das wissen vielleicht einige gar nicht. Chinesische Menschen haben gar keinen Zugriff auf TikTok. Die nutzen eine andere Version, die heißt dort Douyin. Auf dieses Unternehmen wollen wir jetzt nochmal genauer gucken und auch darauf, welche politischen Interessen China in diesem Streit aktuell vertritt. Und darüber spreche ich jetzt mit Antonia Maidi, die mir zugeschaltet ist. Hallo Frau Maidi. Sie ist Expertin vom Mercator Institute for China Studies. Wir haben jetzt eben schon so ein bisschen die amerikanische Seite dieses Konflikts gehört. Können Sie uns sagen, wie guckt denn China jetzt aktuell auf diesen Tag, auf diese Anhörung im Kongress? China guckt auf diese Anhörung sehr kritisch. Sie sagen, solch eine Anhörung sollte es nicht geben. TikTok macht genau das Gleiche wie amerikanische Firmen. Und amerikanische Firmen, da wird darüber diskutiert, dass die vielleicht ein bisschen besser reguliert werden sollen, aber natürlich nicht darüber, dass die verboten werden sollen. Und aus chinesischer Sicht wird das dann auch oft auf die größere geopolitische Lage zurückgeführt, wo dann eben gesagt wird, okay, die wollen so China eins auswischen und deswegen nehmen sie jetzt TikTok in der Hoffnung, China damit richtig eins auszuwischen. Das ist so die chinesische Sicht, die natürlich, also wenn man sich so Staatsmedien anschaut, natürlich einige Argumente davon machen durchaus Sinn. Amerikanische Firmen machen sehr ähnliche Dinge. Andere Argumente sind natürlich dann auch ein bisschen weit hergeholt, weil China eben kein demokratisches Land ist, was die USA zum Beispiel durchaus ist. Ja, da haben wir auch ein paar Fragen aus der Community zu, die aber damit auch schon so ein bisschen geklärt sind. Inwiefern ist denn jetzt eine TikTok-App wirklich gefährlicher als der breit gestreute Besitz amerikanischer Firmen durch China? Weil WhatsApp, Instagram, Facebook, das haben wir ja auch alle auf unseren Handys. Ja, das ist natürlich eine ganz gute Frage und das ist tatsächlich eigentlich die wichtigste Frage, die aber super schwierig zu beantworten ist. Dadurch, dass es in China so intransparent ist, wissen wir einfach nicht, inwiefern die chinesische Partei da irgendwie genau Kontrolle über TikTok haben kann oder hat. Wir wissen, dass TikTok und vor allem ByteDance als chinesische Firma, wobei ByteDance offiziell in den Cayman
Islands ist, aber es ist trotzdem eine chinesische Firma, würde ich sagen, eben chinesischen Gesetzen unterliegt. Und es gibt da durchaus Gesetze, die eben sagen, alle Daten, wenn der chinesische Staat Daten anfragt, dann müssen diese Daten an China gegeben werden. Es gibt auch, und das ist vielleicht der andere Teil, wir wissen, dass China beim chinesischen Äquivalent, also bei Douyin, sehr großen Einfluss hat. Wir wissen, dass es eben, der chinesische Staat hat irgendwie 1% von einer Tochtergesellschaft von ByteDance, die heißt irgendwie ByteDance Peking, und hat daraufhin auch Einfluss auf den Algorithmus von Douyin und eben auch die Entscheidungen zu Inhalten von Douyin. Wir wissen nicht genau, wie der Algorithmus von Douyin und der Algorithmus von TikTok zusammenhängen. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wir wissen, dass der Algorithmus sehr ähnlich ist. Es wäre nicht sonderlich schwierig, zum Beispiel in einem Teil des Algorithmus zu sagen, okay, wir möchten jetzt chinesische Staatsmedien besonders bevorzugen, im Douyin-Teil und im TikTok-Teil das nicht sagen. Aber es wäre eben auch möglich, dass sie das einfach nicht machen. Und das ist das Schwierige, wo das eben auch so schwierig ist für uns jetzt einzuschätzen, weil wir einfach nicht wissen, wie die Situation ist, wie es wirklich aussieht, inwiefern ByteDance jetzt wirklich sehr enge Kontakte zur chinesischen Partei hat, inwiefern die Partei da jetzt wirklich schon Daten angefragt hat und Daten auch bekommen hat. Das wissen wir einfach nicht. Und im chinesischen System gibt es auch keinen guten Weg, das rauszufinden. Ja, zu diesen Besitzverhältnissen bei ByteDance, da habe ich noch mal einen Ton von heute, den ich mir gerne noch mal mit Ihnen angucken würde. ByteDance ist nicht im Besitz oder unter Kontrolle der chinesischen Regierung. Es ist ein privates Unternehmen. 60% des Unternehmens gehören globalen institutionellen Anlegern, 20% dem Gründer und 20% den Mitarbeitern weltweit. ByteDance hat 5 Vorstandsmitglieder, 3 von ihnen sind Amerikaner. TikTok selbst ist nicht in China erhältlich. Wir haben unseren Hauptsitz in Los Angeles und Singapur. In den USA haben wir 7000 Mitarbeiter. Verstehe ich das richtig? Wir haben also einmal die ByteDance-Firma, über die hier gesprochen wird. Und was Sie gerade erzählt haben, ist, dass ByteDance eine Tochterfirma hat, ByteDance Beijing. Und da hat der chinesische Staat also einen gewissen Einfluss, oder? Bei dieser Tochterfirma, bei ByteDance Beijing, hat der chinesische Staat einen großen Einfluss. Er hilft dabei er muss konsultiert werden, also der Direktor der vom chinesischen Staat ernannt wurde, muss konsultiert werden, wenn es um Strategieentscheidungen geht. Von der Tochterfirma von ByteDance, die aber einen riesigen Anteil von der Elternfirma ByteDance hat natürlich. Also irgendwie Douyin und TikTok und in dem Fall auch Toutiao. Diese drei Dinge sind zusammen ein riesiger Anteil der ByteDance-Firma. Aber wir kennen die Besitzverhältnisse, aber die genauen Verhältnisse in Bezug auf, inwiefern werden jetzt Douyin-Entscheidungen nach oben, von oben beeinflusst oder eben auch inwiefern beeinflussen sie nach oben, das wissen wir eben nicht. Jetzt gab es ja im Dezember den Vorfall, dass tatsächlich mehrere US-JournalistInnen ausgespäht wurden. Daraufhin hat TikTok die entsprechenden MitarbeiterInnen aus der Firma entlassen. Sowas wirft ja dann aber schon Fragen auf, oder? Auf der einen Seite wirft sowas natürlich Fragen auf. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn wir uns den Cambridge Analytica-Skandal anschauen, das ist was, das irgendwie diese großen Tech-Firmen inhärent haben. In diesem Fall ging es nicht darum, dass TikTok diese Daten an die chinesische Regierung gegeben hat, sondern TikTok wollte oder manche MitarbeiterInnen von TikTok wollten herausfinden, wie kamen diese JournalistInnen an ihre Informationen über TikTok. Das heißt, es war natürlich illegal und natürlich auch nicht in Ordnung, aber es war jetzt nichts, was zum Beispiel bei Facebook nicht passieren könnte oder bei Meta inzwischen. Wir haben hier mal eine Frage aus der Community, auch noch zu diesem Vorwurf 1. Es gibt ja aktuell 2 Vorwürfe von US-Seite und Vorwurf 1 ist eben die Datensicherheit und Datensammlung durch TikTok. Und jetzt fragt Natalia auf YouTube, was hat China davon, wenn es weiß, dass Selina auf TikTok dumme Tänze zeigt? Mal im Ernst gefragt. Ich glaube, das ist ein Umstand, da fragen sich gerade ganz viele junge Menschen. Ja, ich meine, natürlich kann man das gut fragen und bei den meisten Selinas gilt das bestimmt. Da hat China jetzt nicht so viel davon. Das Problem ist,
Was ist mit den Selinas, die in 10 Jahren beim deutschen Geheimdienst, beim amerikanischen Geheimdienst, beim deutschen Wirtschaftsministerium anfangen? Und wenn man eben diese Daten hat, das gilt übrigens nicht nur für den chinesischen Geheimdienst, das gilt für alle Geheimdienste, dann kann man möglicherweise ein Langzeitprofil von Menschen aufmachen. Wir wissen, dass wir wissen, dass China 2015, 2016 sehr viele Daten aus den USA gestohlen hat durch einen Hack. Und zwar waren das Daten, die über Regierungsmitarbeitende. Und da könnte man jetzt zum Beispiel gucken, okay, welche dieser Regierungsmitarbeitende sind auf TikTok? Wie kann man vielleicht über die etwas rausfinden, wo die sich jetzt aufhalten, was die gerade machen? Viele von denen, da ist es natürlich nicht so transparent, wenn die jetzt zum Beispiel in den Geheimdienst gewechselt haben, dann steht da meistens nicht, die sind jetzt im Geheimdienst. Dann könnte man vielleicht rausfinden, oh, die fahren immer nach Langley, die sind wahrscheinlich da schon da. Da gibt es schon Möglichkeiten, das sind aber meistens sehr gezielte Dinge. Das heißt, das ist eher so, man weiß, wen man treffen möchte, und diese Person kann man dann eben gezielt suchen. Okay, so viel also mal zu Vorwurf 1, der heute diskutiert wurde. Vorwurf 2 an die TikTok-App ist ja, dass NutzerInnen dieser App durch Propaganda über den Algorithmus beeinflusst werden. Jetzt haben wir eben gehört, es gibt einmal Douyin für ChinesInnen, es gibt TikTok für alle anderen. Wie realistisch ist es denn jetzt, dass die Betreiber der Douyin-App, also die, wo die chinesische Regierung einen Einfluss hat, auch Einfluss darauf nehmen, was wir bei TikTok sehen? Also das ist tatsächlich auch wieder etwas, das nicht so einfach zu beantworten ist. Wir wissen, dass wir wissen, dass der Algorithmus von TikTok und Douyin zum Großteil zusammen entwickelt wird einfach. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was bedeutet das jetzt? Wie ist dieser Algorithmus aufgebaut? Und das große Problem ist, dass wir nicht wissen, wie dieser Algorithmus aufgebaut ist, und dass TikTok argumentiert, das ist aber unser Geheimnis, das möchten wir nicht sagen. Das heißt, wir können das nicht rausfinden, inwiefern das jetzt wirklich so ist, dass irgendwie zum Beispiel chinesische Propaganda mehr gezeigt wird. Es gibt ein paar Beispiele, die dann eben auch schnell geändert wurden. Zum Beispiel war es lange Zeit so, dass chinesische Staatsmedien nicht als Staatsmedien gekennzeichnet waren in TikTok, und dass diese Staatsmedien eben auch durchaus Reichweite bekommen haben. Das galt aber auch für andere Medien. Das war jetzt nicht so, dass das nur chinesische Staatsmedien waren. Aber das große Problem ist eben, und das ist ein Problem, das wir bei allen Apps haben, dass wir den Algorithmus einfach nicht kennen, nicht wissen und deswegen nicht rausfinden können, ob da irgendwie Manipulation dabei ist oder ob da keine Manipulation dabei ist. Ja, vielleicht können wir abschließend nochmal auf das größere Bild gucken. Jetzt fragen sich bestimmt gerade ganz viele, warum streiten sich zwei Staaten so um eine Video-App? Steckt da vielleicht eigentlich mehr hinter als der Streit um Tanz- und Kochvideos? Also was sagt uns das über die geopolitische Lage, in der sich die USA und China gerade befinden? Ich denke, die USA und China haben beide für sich entschieden, dass die digitale Wirtschaft, das Digitale, die Technologie sozusagen der neue Supermachtkampfplatz sein wird. Also die USA möchte gerne weiterhin Supermacht bleiben. China möchte gerne zumindest auch aufsteigen zur Supermacht, wenn nicht gar die USA überholen. Und beide haben für sich entschieden, dass sie der Ansicht sind, dass Technologie der Weg, also für China ist das der Weg, in eben eine Supermacht zu werden, für die USA ist das der Weg, eine Supermacht zu bleiben. Und vor diesem Hintergrund sind dann auch sehr viele dieser, was wir momentan mit Huawei zum Beispiel sehen, durchaus mehr, vielleicht verständlicher, dass es eben nicht unbedingt um TikTok oder Huawei an sich geht, sondern eher darum, wer wird in Zukunft die Vorherrschaft auf der Welt haben. Und gerade bei TikTok, wo man eben so viele Leute, also so viele Menschen sind darauf, da kann man dann eben durchaus sagen, okay, wer TikTok besitzt, der kann möglicherweise Menschen manipulieren, der hat möglicherweise sehr viele Daten, aber vor allem hat der auch so ein sehr gutes Zeichen nach außen gesetzt. Wir sind eine große, wichtige Macht, und und unsere Digitalprodukte sind international irgendwie attraktiv und sind international auch attraktiver als vielleicht andere Digitalprodukte. Und das ist aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum China und Chinas Regierung da so stark dagegen sind, eben TikTok zu verkaufen.
da geht es ganz viel um Prestige, darum, als Supermacht, als Großmacht, als digitale Weltmacht wahrgenommen zu werden. Und in den USA geht es immer mehr darum, dass eben der Status der USA als erste Weltmacht der Welt und gleichzeitig eben auch der Status des liberalen Systems, wie es so schön genannt wird, international behalten wird. Ja, wir sehen, da liegt auf jeden Fall ein größerer Konflikt hinter. Danke, Frau Hamaidi, dass Sie meine und die Fragen der Community beantwortet haben. Ich werfe ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Tschüss. Ich werfe hier gerade mal so einen Blick in die Kommentare und interessanterweise sind unter euch ziemlich viele gegen ein TikTok-Verbot. Hier schreibt zum Beispiel der Zentralrat der Schwaben auf YouTube: Ich nutze keinen TikTok, zum Glück auch, von mir kann es komplett verboten werden. Ja, da ist gleich mal die Perspektive bei uns hier in Deutschland. Was hat dieser Streit in den USA jetzt eigentlich mit uns zu tun, hier in Deutschland, hier in der EU? Wir nutzen TikTok ja auch. Ist so ein Verbot bei uns oder zumindest die Diskussion um ein Verbot, wie sie gerade in den USA herrscht, überhaupt realistisch? Dazu spreche ich jetzt mit IT-Rechtler Professor Dennis Kenji Kiepka. Hallo, Herr Kiepka. Guten Abend. Ja, dieser ganze Verbotsstreit, den wir da gerade mitbekommen, was hat der denn mit uns zu tun? Beziehungsweise wie realistisch ist diese Diskussion eigentlich für uns hier in der EU? Also das hat tatsächlich ganz viel mit uns zu tun, weil TikTok wird natürlich auch von sehr, sehr vielen Nutzern in der Europäischen Union verwendet und dementsprechend ist die Diskussion nahezu eins zu eins auf das, was wir hier in der EU haben, übertragbar. Natürlich muss man sagen, die Verbotsdebatte ist sehr weit gefasst und Verbot bedeutet natürlich nicht einfach, dass eine Regierung hingehen kann in einem Rechtsstaat und ein Produkt, was zunächst natürlich einmal auf dem europäischen Markt und auch auf dem deutschen Markt legitimerweise angeboten wird, ohne weiteres verbieten kann. Das heißt, wir brauchen ein behördliches Handeln im Bereich und einem Rechtsstaat muss eben ein behördliches Handeln gesetzlichen Vorschriften entsprechen, gesetzlichen Vorschriften auch genügen. Und wir haben zurzeit kein Gesetz in Deutschland, wo man einfach hingehen kann und eben eine App komplett verbietet. Also man kann eine App regulieren, beispielsweise unter Datenschutzgesichtspunkten, wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten, vielleicht auch kartellrechtlichen Gesichtspunkten. Aber wir haben eben zurzeit keine Handhabe, dass wir hingehen und sagen, von einem Tag auf den anderen schalten wir TikTok ab. Und das ist zurzeit auch nicht das, was tatsächlich die Bundesregierung als Zielsetzung verfolgt. Jetzt haben wir ja heute schon gehört, dass TikTok gerade so eine Art Besänftigungskurs fährt. Es wird immer wieder von diesem Texas Project gesprochen, wo es darum geht, dass die Daten von Menschen in den USA, die TikTok nutzen, dass diese Daten auch in den USA gespeichert werden. Jetzt fragt hier gerade jemand bei YouTube, wo werden denn eigentlich die Daten von deutschen TikTok-Usern gespeichert? Also tatsächlich ist es momentan noch so, dass die Hauptrechenzentren von TikTok eben in Singapur in den USA belegen sind. Aber TikTok plant auch Rechenzentren in der Europäischen Union anzusiedeln. Das hätte natürlich den ganz großen Vorteil, wenn wir europäische Nutzer haben, muss sich TikTok natürlich auch an das europäische Datenschutzrecht halten. Und wenn die Server vor Ort belegen sind, also zum Beispiel in Deutschland oder anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dann ist das schon mal ein erhöhter Schutzfaktor, was die Datensicherheit angeht. Wir reden aber bei TikTok in erster Linie nicht über Cybersecurity-Probleme, was ja oftmals irgendwie kommuniziert wird, sondern in erster Linie über Datenschutzprobleme. Das heißt, können die Daten eben unbefugt abfließen. Und diese Debatte ist nicht neu, die wird auch schon für andere Social-Media-Apps gehört. Also wir haben ja bereits auch in dem Beitrag über Facebook gesprochen, es wurde über Instagram gesprochen, alle sammeln letztlich Daten. Und wenn man das aus einem juristischen Standpunkt sich einmal anschaut, dann sind zumindest zurzeit noch die USA rechtlich gesehen aus Datenschutzperspektive genauso unsicher wie China. Das mag kurios anmuten, aber die Europäische Union fasst eben sogenannte politische Angemessenheitsbeschlüsse für die Datennutzung und zurzeit liegt eben weder für die Vereinigten Staaten noch für China ein solcher Angemessenheitsbeschluss vor. Und der letzte Angemessenheitsbeschluss für die Vereinigten Staaten wurde vor wenigen Jahren gekippt, eben mit der Begründung, dass ja auch, mutet fast jetzt schon kurios an, die NSA umfassende Datenzugriffsbefugnisse eben auf Nutzerdaten europäischer User hat. Ja, das scheint auch unsere Zuschauer zu beschäftigen. Hier schreibt jemand auf YouTube, bitte hier in Europa Facebook und Co. auch verbieten. Die Amis wissen ja nur, wie es gemacht wird, weil sie es selbst machen. Warum führen wir diese Debatte mit zweierlei Maß, wenn es einmal um amerikanische Unternehmen geht oder um chinesische?
Also tatsächlich sind die Würfel ja auch, das hat man im Rahmen der Kongressanhörung bereits gesehen, eigentlich schon gefallen. Also die Datenschutzrisiken sind natürlich da und beide Staaten sind keine sicheren Drittstaaten. Man muss aber einen Unterschied hier dennoch machen. Also die USA sind natürlich noch eine Demokratie und die USA genügen rechtsstaatlichen Grundsätzen, auch wenn natürlich auch dort die Geheimdienstbehörden, die Nachrichtendienstagenturen umfassende Ausspähbefugnisse auch gegenüber den Bürgern haben. Aber in China ist die Situation eben gänzlich anders. Also es gibt keine unabhängige Datenschutzaufsicht. Es gibt auch kein Datenschutzgrundrecht, also Datenschutz als verfassungsrechtliche Tradition, sage ich mal, wie wir das in der Europäischen Union oder eben auch in Deutschland kennen. Und das chinesische Datenschutzgesetz, was sogar neuer ist als die Datenschutzgrundverordnung, enthält umfassende Regelungen, wo eben auch drinsteht, dass für Zwecke staatlicher Sicherheit, nationaler Sicherheit, worunter natürlich auch Geheimdienstinteressen zu fassen sein können, Daten erhoben werden können, die dann eben nicht unter das Datenschutzrecht fallen. Das ist eben auch der gewaltige Unterschied, weswegen seitens der Vereinigten Staaten auch diese Anschuldigungen zurzeit gemacht werden, zumindest im Hinblick auf den Datenschutz. Genau, in dieser Debatte sprechen wir immer ganz viel über Anschuldigungen. Wir sprechen viel im Konjunktiv, also könnte, ne, das sind alles, es ist alles im Bereich des Möglichen. Und hier fragt auch jemand aus der Community dazu, können IT-Experten die Daten nicht einfach auslesen und dekodieren, ob oder was tatsächlich übermittelt wird? Also so einfach ist das tatsächlich nicht möglich, weil wir sprechen ja hier darüber, was dann bei ByteDance tatsächlich passiert. Natürlich kann man bestimmte Daten auslesen, man kann Metadaten auslesen, aber daraus haben wir natürlich keinen Eindruck darüber, was ByteDance letzten Endes als Anbieter dieser App mit den Daten macht. Und die Gefahren oder auch die Risiken, die ja eben geäußert werden, sind eben, dass der chinesische Staat darauf Zugriff nimmt. Das heißt, das ist eben eine Dimension, die sich einem einfachen Auslesen, welche Datenflüsse jetzt in einer App stattfinden, entzieht. Und das ist auch das Problem, warum wir natürlich im Konjunktiv an dieser Stelle sprechen. Aber nichtsdestotrotz besteht eine Bedrohungslage für den Datenschutz. Das ist definitiv der Fall. Und es geht ja eben auch nicht nur um den einzelnen TikTok-Nutzer, sondern speziell auch darum, dass diese Geräte ja auch auf Regierungshandys genutzt werden, auf Diensttelefonen genutzt werden und da natürlich dann auch sehr, sehr viele sensible personenbezogene Daten erhoben werden können und letzten Endes komplette Persönlichkeitsprofile gebildet werden können. Und das macht TikTok definitiv, das machen auch andere Social-Media-Apps, aber hier ist es eben so, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Daten in technischer Hinsicht und natürlich auch in rechtlicher Hinsicht, wie ich gerade dargelegt habe, eben unbefugten Dritten, die im Ausland sitzen, zugänglich gemacht werden. Ja, wir sind ja in der EU schon mal so weit, dass Mitarbeitende der EU-Kommission TikTok von ihren Diensthandys löschen müssen. Und das ist auch in den USA und Kanada so. Können Sie uns nochmal erklären, was jetzt der Unterschied ist, ob ich die TikTok-App auf meinem privaten Handy benutze versus ich benutze diese App auf meinem Diensthandy? Ja, also es ist natürlich so, dass bei Diensthandys, und wir sprechen ja hier auch in erster Linie von Regierungshandys oder Handys der Europäischen Kommission, darum dreht sich das Verbot, ganz viele Daten erhoben werden, die eben mit den personellen Besonderheiten, mit den personellen Gegebenheiten von Mitarbeitern, von Regierungen, von Behörden der Europäischen Kommission zusammenhängen. Und man kann natürlich aus diesen Daten darauf schließen, wo sich bestimmte Regierungsmitarbeiter aufgehalten haben, wo sich vielleicht auch bestimmte Politiker aufgehalten haben, was Politiker, herausgehobene Menschen des öffentlichen Lebens vielleicht auch für persönliche Interessen haben, das heißt, also, wo sie länger drauf verweilen, was sie scrollen, was sie sich vielleicht ansehen, was sie liken und das natürlich kombiniert mit den ganzen Persönlichkeitsdaten, den Metadaten und natürlich auch noch den Geolokationsinformationen, die TikTok ebenfalls erhebt und zusätzlich auch die umfassenden technischen Zugriffsbefugnisse auf weitere technische, also Eigenschaften des Smartphones. Da sind natürlich ganz erhebliche Risiken, dass umfassende Persönlichkeitsprofile gebildet werden. Es ist natürlich so, dass der Begriff Spionage-App etwas irreführend ist. Also der chinesische Staat wird eben natürlich nicht eine globale Unterhaltungs- oder Tanz-App, die natürlich in erster Linie für Minderjährige, für Jugendliche ist, ausrollen, um gezielt jetzt westliche Politiker auszuspähen. Das ist fernliegend unter dem Gesichtspunkt.
Sprung. Und da gibt es auch weitaus effektivere Mittel, um eben diese Leute unmittelbar zu kompromittieren. Aber man sorgt sich eben an dieser Stelle um den Beifang, der dadurch entstehen kann. Also so gesehen besteht erstmal kein großartiger Unterschied zu Privatpersonen. Es ist natürlich so, dass Privatpersonen unter diesem Datenschutzgesichtspunkt für den chinesischen Staat, wenn wir von Geheimdienstaktivitäten, Nachrichtendienstaktivitäten sprechen, erst einmal weniger interessant ist. Und darum dreht sich jetzt der Vorwurf erst einmal auch weniger, sondern da geht es in erster Linie darum, dass eben durch Desinformationskampagnen, durch algorithmengesteuerte Ausspielung von bestimmten Bildern oder Anzeigen große Teile der Bevölkerung eben auch in die Irre geführt werden können oder manipuliert werden können, was aber ja auch kein neues Thema ist. Und das hat man zum Beispiel auch im Hinblick auf Facebook und den Trumpschen Präsidentschaftswahlkampf und entsprechende russische Wahlmanipulation vor einigen Jahren gesehen, was ja zweifelsfrei mittlerweile auch nachgewiesen werden konnte. Lassen Sie uns jetzt nochmal zum Schluss so ein bisschen den Blick weiten. TikTok ist ja nicht das einzige chinesische Unternehmen, mit dem die Welt zusammenarbeitet, mit dem wir hier im Westen konfrontiert sind und arbeiten und umgehen. Was gibt es denn noch für chinesische Unternehmen, bei denen man gerade auch ganz gut erkennt, welche Strategien der Zusammenarbeit sich da so erkennen lassen? Also das ist eine sehr gute Frage, weil wir müssen das ganzheitliche Bild sehen. Und man hat das heute, glaube ich, ganz gut an der Kongressanhörung auch gesehen, dass die Würfel eben gefallen sind, dass man sich als US-Kongress dazu entschieden hat, jetzt Maßnahmen gegen TikTok zu ergreifen. Und das ist ja sogar die Rede gewesen von kommunistischen Gefahren, die sich dann jetzt irgendwie in den USA abspielen könnten. Und das ist auch das, was wir zurzeit in der Europäischen Union in Deutschland erleben, nämlich mit dem Konzern Huawei. Also Huawei war ja vor 10 bis 15 Jahren hierzulande ein völlig unbekanntes Unternehmen. Man ist dann mit Smartphones aus dem Niedrigpreissegment erstmals auf den Markt gegangen, hat dann eben auch große Teile der Bevölkerung mittlerweile für chinesische Smartphones gewinnen können, ist auch in das Hochpreissegment aufgestiegen. Und mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass ganz erhebliche Teile des deutschen Mobilfunknetzes, also des 5G-Netzes, eben technische Komponenten von Huawei enthalten. Und da besteht zurzeit auch die Debatte und die Sorge, dass eben Sicherheitslücken vorhanden sein könnten, dass es zu Abhörmaßnahmen kommen könnte oder, weil ja auch das Mobilfunknetz eine kritische Infrastruktur ist, dass es so eine Art Kill-Switch geben könnte, womit man eben in der Lage ist, von einem Tag auf den anderen das Mobilfunknetz abzuschalten. Deswegen wurden entsprechende Komponenten auch vom BSI, also von der deutschen Cybersicherheitsbehörde, untersucht. In technischer Hinsicht konnte man jetzt erst einmal nichts feststellen, aber deswegen sind diese Verdachtsgrade, also wir sprechen ja von Möglichkeiten hier, nicht ausgeräumt. Das heißt, TikTok ist letzten Endes nur ein politisches Exempel, muss man wirklich so sehen, was man hier auch statuieren will, zusammen auch mit Huawei. Und diese Debatte ist auch in den USA virulent, um zu sagen, es bestehen Risiken. Wir können China eben als Staat nicht trauen. Und der sich zuspitzende China-Taiwan-Konflikt, der ja auch in den nächsten Jahren sich vermutlich erst einmal nicht weiter abschwächen wird, zeigt eben auch die Gefahren an der Stelle. Und man möchte eben nicht dastehen, wie es bei dem Russland-Ukraine-Krieg der Fall gewesen ist und mit den Abhängigkeiten von Rohstoffen, dass man auf einmal im Falle eines China-Taiwan-Konfliktes ebenfalls von chinesischen Technologieexporten und Technologieimporten natürlich dann von unserer Seite aus abhängig ist. Das heißt, man muss hier, wenn man dieses TikTok-Verbot auch betrachtet, das Ganzheitliche sehen, was eben diesen geopolitisch-strategischen Konflikt zwischen Westen und China sehr, sehr deutlich auch nahelegt. Ja, danke zum Schluss nochmal für diesen Blick auf das größere Bild. Danke, Herr Kiepka, dass Sie meine Fragen und die Fragen der Community beantwortet haben. Sehr gern. Ich gucke zum Schluss nochmal, was ihr so zu dem Thema denkt. Und hier sind immer noch viele Menschen, die sich für ein Verbot aussprechen. So sagt Christian Krobock auf YouTube, sollte gemacht werden, aber auch auf Insta. Oder Romy Rom schreibt auf Facebook, sehr gut, hoffentlich wird wenigstens dort TikTok verboten. Die chinesische Gefahr wird hier in Deutschland einfach nicht erkannt. Und hier schreibt Benny the Blessed auf YouTube, für mich ist TikTok eh überflüssig. Ja, es gibt auch kreativen Content, aber in meinen Augen überwiegt der Unsinn und es ist ein massiver Zeitfresser. Ein Verbot ist jetzt auch übertrieben. Ja, für alle, die finden, dass das ein Zeitfresser ist, habe ich hier noch einen Tipp, gerne einfach mal öfter ZDF heute live gucken. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal.